Recht herzlich willkommen zur 86. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal hier irgendwo über den Fluss gearbeitet. Genau hier ist es. Haben wir eine Anbindung gemacht. Und ich sehe gerade, wir haben noch Stromunterbrechungen. Die müssen wir noch gerade verändern, beenden oder ergänzen. Darüber wäre kein Problem, aber darüber ist ein Problem. Auch schön, ne? Weil wir die Straße hier hoch rüber gemacht haben, ne? Genau so sieht's aus. Und dann schließen wir es dann doch da an. Dann kann der Bagger kommen und kann das hier aber wegmachen. Ja, da war er doch gerade, oder? Alles gut, hm? Jetzt flupft's wieder. Gut, was haben wir? Ach so, hier war das Stau, der Staudamm, nicht der Staudamm, der Staudamm war hier. Ja, gut, das haben wir dann erledigt. Verfügbarer Strom ist ja auch super. Also reicht's. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Da sind wir auch im grünen Bereich. Alles gut. Diese Pfeiler hätte ich mir noch gerne angeguckt. Oh, interessant. Ich über Tonklötze da hoch und dann das Wasser darüber. Alles klar. Gut, würde jetzt bei anderen Spielen vielleicht anders sein, aber ist auch egal. So, was können wir hier gucken? Da kommt ein LKW. Fährt der lang? Fährt der auch da hinten lang? Ich glaube nicht, ne? Doch, der fährt da tatsächlich lang. Was ist denn das für ein Schild? Kann ich jetzt nicht erkennen, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall fahren da Fahrzeuge lang. Das ist schon mal super praktisch. Der LKW ist jetzt gleich hier runter. War es überhaupt ein LKW? Das ist ein Bus. Ja, gut. Der fährt hier lang und dann auf die Autobahn rauf. Gut, dann können wir jetzt hier weitere Möglichkeiten machen in dem Sinne. Oder eher nicht. Warte, wir haben hier hinten. Ach so, hier hatten wir unsere Entsorgungsstationen gemacht, ne? Mit den ganz vielen tausend Müllwagen, die da auch schon gerade losfahren, ne? Eigentlich wollten wir hier rüber und dann irgendwie anschließen, ne, oder? Ja, gut, dann machen wir das hier so, dass wir hier jetzt eine Brücke herbauen. Und zwar eine sechsspurige. Was sind wir denn hier unten mit aufgehört? Das ist eine sechsspurige, ne? Sieht danach aus, aber auf der rechten Spur wird geparkt. Ne, das ist keine Sechsspur, das ist eine Vierspur mit Parkstreifen. Diese hier ist das. Gut. Die würden wir dann halt weitermachen und die fährt dann hier rüber, würde ich sagen. Machen wir mal eine Etage höher und bauen als erstes hier die Brücke rüber. Ne, ich würde sie doch noch ein bisschen weiter nach vorne holen. So. Brücke steht. Irgendwo da verbinden wir das Ganze. Irgendwann mal. Und jetzt machen wir hier runter. So. Ja. Machen wir noch einen Tacken und dann gehen wir auf 90 Grad Kurs. So. Sieht das gut aus? Weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. So. Muss mal gerade gucken, dass es wirklich winklig wird, ne? Aber es ist auch nicht so wichtig, dass es so genau ist. Ja, und dann kann diese Straße eigentlich bis dort hinten verbunden werden, ne? Dann die Frage, Brücke, Brücke.
Dann machen wir es lieber von der anderen Seite zuerst. Wir haben da jetzt auch Mittelstreifen, naja. Gut, macht da nicht so einen Sinn, weil da gerade, wie man sieht, so besonders schön dreckig alles ist, ne? So. So. Und dann wieder runter. Können wir direkt bis hierhin verbinden eigentlich, oder? Ja. Gut. Das bedeutet, wir haben jetzt diese Verbindung geschaffen. Wir haben da eine Autobahnauffahrt und hier eine Autobahnauffahrt. Das ist alles gut, ne? Beziehungsweise, wir haben wir noch nicht, machen wir jetzt hin, ne? Diese hier. Das bedeutet, wir fahren hier raus. Ne, das sieht doof aus. Das ist auch doof. Könnten wir eigentlich hier so machen, ne? Möchte ich aber nicht so wirklich. Ne, ich möchte als erstes hier so haben. Drunter her geht es. Geht nicht drunter her. Gucken, ob wir überhaupt drunter herkommen. Nee, ich glaube nicht. Ach, da klingt dann da oben ein. Ich möchte aber da unten einklinken, nicht da oben. Sieht nicht schön aus. Schön ist was anderes. Reißen wir gerade ab. Und ich glaube auch, dass wir erst mit einer zweispurigen Straße da besser bedient sind. Kann das sein? Machen wir so. Und so. Und da basteln wir jetzt mal die Dingens dran, ne? Nee. Das funktioniert dann leider nicht. Nee, das können wir auch knicken, das ist doof. Das macht keinen Sinn. Weg. Wir müssen doch so arbeiten. Also da wäre so. Und dann sieht's schon doof aus. Nee, gefällt mir immer noch nicht. Das würde ja eher bedeuten, wir müssen von dort kommen, ne? Drunter her geht das nicht daneben, ne? Sieht zwar so aus, geht aber nicht. So machen wir es jetzt und fertig. So, und die andere Geschichte geht von hier los, geht darüber. Packt da an. Und geht dann damit dran. Ne? So, Autobahnauffahrt, diese Seite erledigt. Können runterfahren, können rauffahren. Und das von dieser Straße aus. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier diese Brücke weitermachen. Eine Etage runter. Würde ich jetzt hier irgendwo so. Warum einfach so lang? Und dann ist das gleiche hier zu machen wie auf der anderen Seite. Autobahnabfahrt ist da, ausgewählt ist er auch schon. Sieht nicht so aus, dass es klappt.
die zweite geht von hier los. Kriegen wir da gar nicht angeklinkt oder was? Das ist ja doof, ne? Das bedeutet, die muss auch erstmal wieder weg noch. Machen wir anders. Oh, da sieht's besser aus. Geht nicht. Schade, ne? Und das will er auch nicht. Gut, das bedeutet Bagger raus, das alles abgerissen. Auf ein neues. So. Und da. Will er jetzt auch nicht einklinken, ne? Ist nicht wahr, oder? Das weg. Wieso ging das auf der Seite und dieser Seite geht das nicht? Da geht's auch nicht. Bisschen die Krux jetzt hier, ne? Passt jetzt, sieht nicht schön aus, ist aber möglich. Oder wir reißen das gerade nochmal weg hier und machen es nochmal sauber. So sieht's gut aus, oder? Ja, lass mal so jetzt. Alles prima. Die Autos können fahren, können von beiden Seiten da runterfahren, das ist auch wichtig. Und sieht erstmal gut aus. Gut. Hier haben wir unsere Müllgegend. Die können jetzt auch in die andere Richtung fahren und dann hier auf die Autobahn fahren. Die würden dann bestimmt gerne mal hier rüberfahren irgendwann und da sich irgendwo anschließen. Aber wo, weiß ich auch noch nicht. Hier ist ja auch noch viel, wo man was machen kann, ne? Gut, okay. So, wie sieht's denn mit unserer Müllgeschichte überhaupt aus? Zoomen wir mal raus. Hier ist noch was zu Gange. Machen wir mal aus, weil wir da reingucken wollen. So, 0% voll, das heißt, wir können jetzt auch verschieben. Und das machen wir auch gleich hier hin, oder? So, Räumung beendet. Das heißt, kann auch wieder funktionieren. So, wieder dahin. Wo war es jetzt? Da. 1% voll. Gut, das ist auch gleich erledigt dann. Was haben wir hier noch? Eine Feuerwache. Die müssen wir dann wahrscheinlich auch noch umgestalten. Ein Prozent voll, ja. Tatütata geht wieder. Geht noch nicht zu verschieben. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das da hin und her schieben werden. Oh, hier ist noch was. Auch 1% voll. Wer macht denn da das Rennen? Dann die oder die andere?
Na hier, Müllverbrennungsanlage. Können wir sofort dann verschieben. Platz der Toten, okay. Ja, wenn das dann weg ist, ne, dann geht's weiter. Immer nur 1%. Kannst du nicht immer jetzt gerade 0 werden? Hier ist noch ein Haus, das können wir zur Seite nochmal abreißen. Stopp, da hat der Bagger nicht gegriffen. Ist genau sowas in der Ecke? Nö, doch, hier ganz viele. Da ist eine Bushaltestelle, die weg könnte. Öffentlicher Nahverkehr, dieses. Okay. Ist die nicht angeschlossene Bushaltestelle weg. Okay, dann wieder zum Müll hin. Ja, den wollen wir nicht bauen, den wollen wir wegmachen. Das heißt, wir machen mal so. Und immer noch 1% voll. Da auch. So. Wenn die beiden weg sind, können wir die Straße da vergrößern, ne? Da wir die Kreuzung wegkommen, endlich ist es erledigt. Gut, dann kommt der dahin. Erledigt. Und die zweite Mülldeponie will ich hoffen, dass die... Oh, ein Gewitter. Ich will hoffen, dass die auch... Nein, die ist noch nicht leer. Hm. Aber wir können jetzt definitiv hier schon mal diese Straße abreißen. So. Da gibt es jetzt keine Kreuzung mehr in dem Bereich und deswegen geht es schon schneller, ne? Und der kann jetzt auch weg. Geht auch da hinten hin. Da passt sie nicht mehr, ne? Doch, dann kommt sie auch da ein. So. Damit haben wir hier dieses Problem jetzt erstmal weg. Und wir können hier eine größere Straße auf jeden Fall bauen. Diese. Ist da ein Grünstreifen? Außen Bäume sind da dran. Na gut, dann machen wir das doch mal. Upgraden wird wahrscheinlich gar nicht erst gehen, oder? Doch. Aber da nicht, war klar. Gut, ist nicht schlimm. Ich glaube, die Sachen können wir so verschieben. Der Park kommt dann dahin. Aber wohl, dann werden wir was abreißen müssen, ne? Gut, dann dahin. Dann wieder die Straße vergrößern. Ist schon ausgewählt. Geht auch das. Dann die Feuerwache auswählen. Und verschieben. Auf diese Seite. Und dann freuen die sich und ärgern die sich, ist klar. Und dann diese Straße noch upgraden. So. Sieht doch gut aus, oder? Jetzt haben wir diesen Knoten gelöst hier. Jetzt müssen die nur noch dann gucken, dass sie da auch passend wegfahren, ne? Also, da ist eine Kreuzung, die nach da abbiegt. Das ist noch ein kleines Problem dann. Ach so, von da auch. Hier in der Häuserschlucht ist auch noch eine Straße.
Ja. Da kommen immer mehr und die leuchten auch alle so schön blau. Hier müsste jetzt das ja langsam dann weg werden, oder? Nachher, wir haben hier noch so eine schicke Verbrennungsanlage da. Die macht hier den Dreck noch. Die muss da weg. Kommt auch weg. Die packen wir noch hier hin. Dahin und fertig. So, dann sollte das da sauberer werden, ne? Ist immer noch ein Gewitter. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist. Ja, wir sind schon zu weit darüber, glaube ich. Hier unten fehlt Wasser. So, Wasserleitung ist gelegt. Sollte funktionieren und dann sollte es auch verschwinden, tut's auch. So. Feuerwache ist da. Verkehrsfluss ändert sich hier nicht. Sieht immer noch schlecht aus. Der Dreck sollte mit der Zeit weggehen. Würde ich hoffen. Und ja, der Stau ist noch ein Problem. Und insgesamt fließt es viel besser, oder? Das baut sich bestimmt noch ab. Ja, mehrspurig jetzt der Stau. Die Länge ist immer noch die gleiche. Gut, okay. Müssen wir weiter im Auge behalten. Schauen, was da passiert. Da rechts fehlt es irgendwie an der Feuerwehr. Da brennt es nämlich überall. Das ist dann, denke ich mal, unser nächstes Thema. Einmal die Feuerwachen kontrollieren, wo die überall stehen, dass die passend sind. Und, ja, weiterschauen. Industriegebiet, da. Ja gut, okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.